Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Letztes Mal, meine Stubenfräse ist da. Hallo? 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 Was machen Sie hier im Forstgebiet, also da, wo gerade gefällt wird? Ich bin der Förster. Ich habe nur die Schutzkleidung gerade aus, ich muss gleich ein paar Bäume zählen. Achso, okay. Warten Sie mal kurz. Mein Telefon vibriert. Moment kurz, bitte. Hallo? Hallo? Ah, Peter, servus, Hans-Peter. Ja. Ich wollte nur mal fragen, wie es mit dem Geschäft läuft. Geschäft läuft. Ich muss gerade Bäume zählen und da steht jemand Neues vor mir. Ich kenne den noch nicht. Der wollte sich gerade vorstellen. Okay. Ja. Wann müssen Sie denn auf Schulung? Ich habe gehört, Sie müssen bald irgendwie zu einer Tagung. Ich bin ja. Jetzt dann bald, oder? Jetzt dann bald, ja. Okay. Ja, aber Geschäft läuft. Die Maschine ist noch nicht erprobt, aber wenn ich das gemacht habe, gebe ich Ihnen dann Rückmeldung. Jo, machen Sie das. Okay. Gut. Also. Viel Spaß Ihnen noch. Jo, danke, ebenso. Tschüss. So. So, jetzt bitte nochmal. Ja, also ich bin. Also wer sind Sie eigentlich? Haben Sie mich sich gerade schon vorgestellt? Ich bin der Varuna. Also, ja, ich bin der Herr Hauptkommissar Stromberger. Ich bin hier der neue Polizist im Ort. Ah, Sie haben die Stelle gekriegt. Die wurde letzte Woche ausgeschrieben. Ja, ich glaube, vorher gab es hier nur übergangsweise ein paar... Letzte Woche hat es der Bürgermeister noch so nebenberuflich gemacht. Stimmt. Und die anderen... Ja, ich bin hier gerade erst heute, also vor kurzem erst angekommen. Ah, dann machen Sie mal hier Lagebericht, ne? Ja, erstmal überall rumfahren und ich hatte in den Akten gelesen, dass hier öfters mal Leute im Wald Feuerchen machen, so ein Lagerfeuerartig. Deswegen wollte ich dann einfach mal die Wälder hier prüfen. Ja, genau, prüfen. Genau, abfahren. Das ist gut. Ja. Da würde ich Ihnen auch bitten, würde ich Sie auch bitten, weil ich bin hauptberuflich Förster in der Gemeinde Schwatzing. Hm. Wenn Sie da was sehen, sagen Sie mir ruhig Bescheid, ne? Ja, natürlich. Weil da müssen wir, also Sie sind vom Staat beauftragt und ich auch. Ja, nur vom Bundesland, aber das ist ja fast dasselbe. Ja, also vom Land. Ja, ist eine... eine Abteilung tief. Genau. Dass wir da Hand in Hand arbeiten, das wäre gut. Das alte Auto, was die jetzt hier noch stehen hatten im Quartier, das ist das reinste Chaos. Welches alte Auto? Ja, diesen Hallo. Diesen Geländewagen. Servus, Hofer, Harry. Herr Varuna, ich muss Ihnen ganz dringend etwas sagen. Wer sind ja, Sie bitte? Denn? Ich, da unten ist einer, der hat Ihr Auto geklaut. Mein Auto geklaut? Ja, da unten ist einer mit einem, in Deutschgrün. Herr Stromberger, würden Sie gleich mal das Waldesamten? Wer ist denn hier der Herr, der Ihnen das gerade gesagt hat? Ja, hallo, ich kenne Sie auch noch nicht. Ich bin der Herr Hauptkommissar Stromberger. Ich bin der neue Polizist hier im Dorf. Ort. Und ich bin der Harry Hofer. Ja. Ich sehe nichts hier. Dann erzählen Sie mir mal ganz kurz, was Sie da unten sehen. Hier, da kommt mein Auto. Achtung. Ey, das ist er. Das ist mein Auto. Ich bin unterwegs. Tschüss. Tschüss! Herr Hofer? Ja. Also das Gesicht, was da drin saß, das kannte ich irgendwo her. Das ist... Hallo? Ja? Ja, wer denn? Ich glaube, das war Ihr Kompagnon, oder nicht? Ja, komm, schauen wir mal. Nee, ich habe hier was zu tun. Die Polizei wird sich drum kümmern. Hab kein Problem damit. Tschüss! Herr Förster, ich habe den Namen leider wieder vergessen. Volker. Ist,
wüssten Sie denn, wer es vielleicht sein könnte, Achtung, da kommt einer. Ich weiß nicht, der Hofer hat irgendwas mit dem. Also ist ein Bekannter vom Hofer, aber da kommt er wieder. Achtung, da ist er. Gib Gas! Mach die Sirene Lenkung. An! Attacke! Ich weiß gar nicht, wie der überhaupt mein Auto klauen konnte. Hofer, das hat ein Nachspiel, gell? Und tschüss. Ich muss gleich. Nein, nein. Mit dem rede ich jetzt nicht mehr. Herr Verona, das ist nicht Ihr Auto. Ich habe meines umlackiert. Das ist meins. Das ist Ihr Auto. Ja. Naja. Ich kann ruhig bei Ihnen zu Hause schauen, das steht da. Oder wo Sie es halt stehen haben. Okay. Ja, wir schauen mal, was die Polizei daraus macht. Ja, ich muss mal schauen. Falschaussage und so, falsche Verdächtigung. Naja. Tschüss. Tschüss. So, ich war hier, glaube ich, bei 28. Kann das sein? Muss mal ein bisschen was arbeiten. Ich habe heute nichts gemacht. So. Behauptet er hier, das wäre mein Auto geklaut worden und dann rennt er davon. Ich muss gerade mal gucken, ob das funktioniert. Ja, teilweise. Mach dem Sepp hier gerade mal ein bisschen Platz, dann kann der nämlich hier wieder Bäume absägen. Ich weiß nicht, was es auf falsche Verleumdungen gibt. Ey, der behauptet hier, das ist mein Auto. Das ärgert mich ja schon. Wieso er das gemacht hat, habe ich keine Ahnung. So, ist das jetzt weg? Ja. Wieso geht denn der hier nicht weg? Ah, jetzt. Der Neumann, der arbeitet auch fleißig. Der ist, glaube ich, vom LU. Hey, warte mal, das kann ja gar nicht sein. Es müssen 40 Bäume sein. Ich habe ja letztes Mal 30 abgerechnet. Dieses Mal 10, also 40. Sieht schon gut aus, ja.
Ja, guten Tag, hier ist der Herr Stromberger von der Polizei. Hallo. Da gab es so ein paar Unstimmigkeiten. Der Herr Hoffner, nee, Hofer heißt der, hat Hofer, ja. behauptet, das wäre sein Auto. Das, was da herfuhr, ein Dodge Ram. Ein Grün. Ja, was hat denn Wie die? sieht denn Ihr Auto aus? Deutsch-Grün. Also auch so helles Grün. Genau, was hat denn der für eine Innenausstattung? Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Okay, weil Aber mein war auch. da wo er jetzt hingefahren ist, da war noch sein Auto. Dann kam auf einmal der Herr Hofer mit dem Tieflader und einem Traktor, der hat dann gesagt, dass das sein Auto gewesen wäre. Okay, komisch. Also das hat Dann er. kam auch noch, dann kam noch so ein Herr, irgendwas mit R vorne. RaceX? Genau, der. Eben. Ja, der kam mit noch einem anderen Auto an und sagte, oh, das wäre das Auto von dem Herrn Hofer. Ich bin mal hinter ihm mit meinem Auto. Also oben auf dem Forstweg. Ah ja. Ja, er hat zu mir auch. Ja, ich komme mal gerade Wer? raus. Kommen Sie mal rüber. So, jetzt. Die Arbeit macht sich leider nicht von allein. Nee. Ja, der Herr Hofer hat zu mir auch gesagt, das sei doch nicht meins gewesen, das sei von dem Herrn Dings da gewesen, von ihm selbst, und er hätte das einfach umlackiert. Aber Sie haben doch gehört, was er gesagt hat, oder? Wissen Sie, ob der Händler, der kann, hat der nicht so ein Gerät, um das nach. Das hätte er wahrscheinlich, das müsste ich aber nochmal prüfen. Ist, wer ist der noch da? Wissen Sie das? Den müssten Sie mal anrufen. Ja. Ich finde es halt komisch, aber Sie haben doch auch gehört, dass der Herr Hofer gesagt hat, dass es mein Auto sei. Er hat das ja zu mir gerade eben auch nochmal gesagt. Dass er es zu Ihnen gesagt hat, war ich, glaube ich, wahrscheinlich schon wieder weg. Okay. Naja, merkwürdig. Also wenn es nicht mein Auto war, dann ist es für mich egal. Aber es ist halt doof, dass er so eine Finte legt, damit Sie einen Einsatz fahren müssen. Bezahlen muss er den dann. Ja, würde ich Der auch sagen. Herr Hofer. Ja, weil das ist Cool, er. jetzt gucke ich nochmal, ob ich den Herrn Peter heißt er, glaube ich, vom Ja, Shop. ob sie den Ob noch ich den noch kriegen. in der. Ja. Genau. Den hatte ich heute auch schon in der Kontrolle. Ach, auch schon. Ja. Was hat er gemacht? Durch Langlinien gefahren, da kam mir schon ein bisschen komisch vor. Aber er Ah. hat dann gesagt, dass das Fahrzeug kaputt ist und einem Händler hat. Ja, aber bei dem alten Fendt kann, bei dem alten Ford kann das schon mal sein. Aber Ja, ich naja. habe gehört, die sollen ein paar Fehler neuerdings haben. Okay. Also Motorenfehler hatte ich in einer Zeitschrift gelesen. Okay. Ja gut, melden Sie sich einfach dann. Ich muss mal kurz Päuschen machen. Jo, Mittagessen. machen Sie das. Gut. Wir saßen machen. Bis dann. Ciao. So Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Ciao.